sonst. Ja, die Krähe ist auf einmal verstummt. Ganz normal. Mal. Das ist eigentlich irgendein Plan, wo die Linie ist. Ja, den Fußspuren nach. Und den komischen Typen da, den man kurz gesehen hat. Wir sollten nicht irgendwelche komischen Leute nachgehen, die muss man nur kurz sieht. Die sind meistens nicht so super. Ist der einzige Weg. Was ist der falsche Weg? Okay. Ich bin überlegt, das kannst du gleich aufhängen. Wer auch immer hier wohnt, hat ein großes Problem, glaube ich. Ein sehr großes Problem. Ich glaube, hatte. Nee, irgendwas bewegt sich ja hier unten noch. Ich bewege sie immer irgendwo, irgendwas. Man hat sie ja gerade gehört. Eine Einbildung. Nee. Okay, war nur eine Maus. Okay. Lass mal ganz kurz noch in die Audioeinstellungen. Gibt es das, der virtuelle Surround ist? Kann das sein? Jetzt ist der Ton normal. Deswegen war der Ton gerade noch so komisch. Weil du so komisch machst. Nee, ich mach gar nichts komisch. Beziehungsweise ich kann nicht so viel. Du hast recht, ich hab mir irgendwie mehr. Hab ich gerade gesagt. Du bist so intelligent. Ja, krieg ich einfach mal unter den Schrank durch. Sicher das Beste, was man machen kann. Typisch E-Fans Gedanken. Wie ist das passiert? Ja, ich möchte eigentlich zurück zum Truck, beziehungsweise zum der Stadt Nordso. Es ist einfach der Schrank reingekommen und wieder rausgegangen. Naja, wir müssen zum Glück nicht mehr den Knopf zum Springen drücken oder halt zum Klettern. Wo zum Teufel bin ich? Keine Ahnung. Dabei Transylvanien und treffen die Vampire.
Scheiße auf Zombies. Oder. Ich glaube, ihr müsst. Gestalten da. Naja, Transsilvanien. Vielleicht. Ja, ich bin gerade dabei. Ist gar nicht mal so einfach. Wenn ich die ganze Zeit so ein bisschen auf die Audio Sound achte. Da liegt gerade ein totes Pferd, der Sound ist mir schon wieder egal. Was kann das arme Tier dafür? Es war zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ist absolut kein. Vielleicht sind sie unterwegs. Annehmbare Anklage. Naja, eigentlich ist schon. Das ist weg. Bist du jetzt zufrieden? Das ist verscheucht. Ich weiß nicht, ob ich mal so zu glücklich bin, wann das weg ist. Du hast es verscheucht? Ja, Fralle. Ich hab's nur mitleidet. Nee, du hast angenommen und ist davon galoppiert. Hast es eindeutig verscheucht. Kann ich wieder zurück zum Van? Vielleicht doch irgendwo anders sterben? Am besten bei dem Autounfall und nicht hier. Ich möchte so nicht sterben. Ich möchte brutal sterben. Weißt du das noch nicht? Ich glaube, der hat ein wenig so. So ein wenig an Suicide gefangen. Vielleicht ist sie auch sehr fetisch. Darum ist er wahrscheinlich auch nur mit der Mia benannt worden, das gibt es gar nicht. Na. Also, jetzt denke ich wahrscheinlich nicht mehr noch die Pistole. Naja, sie hat sich auf jeden Fall noch ziemlich viel bewegt. Das hat so gewirkt. Okay, wir bekommen immer noch eine Ausrüstung. Das finde ich nicht so toll. Also wenn wir sterben, dann unbewaffnet. Naja, wir werden definitiv sterben, so wie das aussieht. Weil dann hatten wir noch Krähen, jetzt sind es auf einmal Ziegen. Verkohlte Ziegen. Wir haben auf jeden Fall ein Straßenschild. Da geht es zum Friedhof. Nee, doch nicht. Wir kommen nicht zum Friedhof. Wir können. Wir können. Zeremonieplatz, ja. Nee, und der ist auch in die Richtung, oder nicht? Wo ist er nach unten hin? Da haben wir kein Schild. Naja, von da kommen wir wahrscheinlich eigentlich. Nee, von daher hier kommen wir nicht. Ich weiß jetzt. Okay, bis auf etwas kein Zutritt. Das hängt wahrscheinlich eigentlich auf jeder Tür. Nee, nicht auf jeder. Es sollte. Naja, aber die Hühner leben hier noch. Wir haben auf jeden Fall ein Messer. Oh mein Gott, wir sind bewaffnet.
Und erste Hilfe zum Glück. Neues Inventar. Das größte ist, definitiv. Oh mein Gott, wir haben Platz. Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Was ist denn da raus? Hey! Haben Sie gehört? Hey! Leiche? Mist! Noch mehr! Ja, das hat schnell mitbekommen. Eine Leiche. Schon wieder so typisch eine Reaktion von Ethan. Ich wollte gerade sagen, das ist typisch Ethan, aber schon, er hat also da, wir waren nie was gewesen war. Eine Leiche. Oh Gott, verdammte. Eine weitere Leiche. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ganz normal, Ethan. Ganz normal. Geh runter! Ja! Was war das? Nein. So ein Glück, dass Spielgrad eindeutig nachhängt. Nein. Ich will halt weg. Jeff, du bist so groß. Will halt doch schneller nach. Ja, ganz toll. Was zum Teufel? Irgendwie hat sich das Spiel gerade umgestellt auf nicht mehr Vollbild. Nee, ich glaube, das ist einfach nur Resident Evil selbst. Achso. Und ich kann es nicht mal mehr auf Vollbild ändern. Einfach.
Irgendwas ist hier zu hoch eingestellt. Ja, jetzt sollte es hoffentlich passen. Oder auch nicht. Okay, ja, mit 10 FPS ist es halt nicht so toll. Starten wir das Spiel nochmal neu. Versuchen wir es zumindest. Schauen, was uns da hinwirft. Na, wir müssen uns noch mal wieder schießen. Na, wir bekommen auch mal die Steuerung angezeigt. Hatten wir ja gerade vorhin auch nicht. Ja, ich muss das nur lesen, das ist nicht eine ganze Munition in den reinballern. Hat der Alte vielleicht noch eine Waffe? Ja, einen Molzenschneider. Okay, wenn wir das Herstellungsmenü, wichtige Objekte, Schätze, normale Objekte. Dann haben wir scheinbar eine Kiste direkt dabei. Spannend. Oh, definitiv. Torschwänze vom Alten bekommen wir jetzt allerdings nicht. Wieso sollten wir auch? Eine Flasche Chemikalien, ein bisschen Kraut. Ja, wissen wir schon, was wir herstellen könnten. Ja, aber die Finger sehen nicht besonders gesund aus. Ja, weil der Ethan, der braucht das. Das ist ein Ethan, sein Markenzeichen, der braucht einfach eine zerstörte Hand. Der Wiedererkennungswert. Für das, dass er halt beim Stachelzaun jung rumgejammert hat. Mensch. Dass ich nur dachte, oh mein Gott, I'm a Drama Queen. Und jetzt denkt er sich, ah, die zwei Finger und weniger ist ja kein Problem. Definitiv denkt er sich das. Ich will der Leiche nicht nachfolgen. Warum nicht? Weil es nur schlecht ändert. Aber nicht für uns. Er ist wenigstens klug und kann die Tür versperren. Herzliche Gratulation. Wir haben etwas dazugelernt.